Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das wird ein etwas anderes Video sein. Wir machen wieder ein Let's Work, weil wir haben ein Problem bei einem Audi 4F, Audi A6 4F, Typ 4F, dass er Wassereintritt hat. Ich dachte mal, ich nehme das Video mal auf, falls jemand ein Problem damit hat, beziehungsweise falls jemand auch so ein Problem hat mit so einem 4F und danach sucht, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Deswegen, ich würde sagen, und los geht's. Nein, wir müssen erst den auf den Kopf festlegen. Sondern ging ganz wieder zur Arbeit. Deswegen dauert das auch immer so ewig bei ihm bestimmt.
Jo. Kaputt. Ja, Leute, und wenn wir dann den Sicherungskasten, so gesehen den zweiten Teil davon ausgebaut haben, der hier einmal alles abdichtet, haben wir hier einmal die Dichtung. Vielleicht mal von hier oben. Noch, also, möchte so. Dann sehen wir hier, fokussiert eben nicht, dass da die Dichtung kaputt ist. Ja. Die holen wir gleich eh einmal raus. Dichten das Ganze hier, obwohl ich kann das so einmal rausnehmen. Dann kann ich euch das besser zeigen. Beziehungsweise kann ich nicht, dann muss ich die zu Ende kaputt machen. Ja, nach der Zeit irgendwann. Wir machen das Ganze hier jetzt richtig sauber. Genauso wie hier. Ja, da hat sich das Ganze dann angesammelt und die Dichtung wahrscheinlich hochgedrückt. Okay, hier wurde jetzt schon mit Staubsauger einmal rübergegangen. Und wir machen das Ganze hier richtig sauber und dichten das neu ab. Das Ganze dann einmal sauber machen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze, ich habe hier immer so eine universelle Dichtung von Terroson. Kauflink natürlich unten in der Videobeschreibung. Es hat dann einmal hier so die Dicke. Ja. Und dann einmal hier alles schön reingemacht, damit das Ganze wieder dicht ist. Hier natürlich drunter auch einmal sauber gemacht. Und dann bauen wir das Ganze wieder ein.